ja, das hat meine Mutter schon gemocht, das Auto. Ne? Baujahr 60, 75 PS, 1500 Kubik, Hans-Jürgen Werning und Sabine Werler. Ein Borgward Isabella Coupé. Das war doch damals der Traum von jedem eigentlich. Tolles Fahrzeug, tolle Form, auch eine schöne Zwei-Farben-Lackierung. Ist in 87 restauriert worden und Motor und Technik haben wir dann in 2007 nochmal überholt und nur Originalersatzteile verwendet. Gab es noch Originalersatzteile? Original oder in Bremen noch? Im Werk? Cool, cool. Seit 2005 im Besitz, sehr viele Kilometer, absolut zuverlässig, angenehmes Fahrverhalten, leider heute nicht mehr zu kaufen, obwohl Borgward ist ja wieder rausgekommen. Die Marke ist verkauft worden an chinesischen Produzenten und der hat jetzt ein SUV draus gebaut. Ich habe noch nicht gesehen, aber das ist halt Borgward. Der Name zieht vielleicht noch was. 2011 habt ihr schon mal den DVK-Pokal gekriegt. Ja, aber 2011. Was ist passiert in der Zwischenzeit? War eine andere Lackierung? Nein, ist ein Scherz. Alles gut, alles gut. Was sagt er? Das poliert muss sein, auch schön finished und abgeknetet oder so, und so heißt das heute. Fahrzeugpflege ist heute ein Thema für sich. Also, Hans-Jürgen Werning und Sabine Werler, vielen Dank fürs Kommen, tolles Auto. Borgward Isabella. Cool. Pagode. Sag nur Pagode. Pagode heißt Horst Beckert, Alfred Hansen, Mercedes-Benz 230 SL, auch genannt Pagode, weil das Dach bei diesem Fahrzeug so ein bisschen nach innen gewölbt ist und deswegen hat man da den Beinamen Pagode gegeben. Wurde noch die Technik vom berühmten Herrn Uhlenhaut noch mitgebaut. Der Uhlenhaut auch den 300er SL maßgeblich mitentwickelt, hat an diesem Fahrzeug auch noch mit Hand angelegt. 230, danach kam noch ein 250er. Horst Beckert, Alfred Hansen hat er verloren unterwegs. W113, 64er Baujahr, 2,3 Liter, 150 PS, gut erhalten, top, sehr schönes Fahrzeug. Vielen Dank fürs Kommen und natürlich die richtige Cap dazu. Ein Käfer, Cabriolet, wer hat denn Mann gesagt gerade? Keiner. Also VW Käfer, Cabriolet 1303, 78er Baujahr, 1600 Kubik, also 1570 und ein 50 PS Motor darin, Marie-Louise Krebs-Herzog und Alfred Herzog, auch wieder nicht dabei. Also dieser Käfer stammt aus der letzten Serie, die 78 in M vom Band gelaufen ist, bevor dann die restlichen Käferproduktionen nach Mexiko verlegt wurde. Eigentlich Originalzustand, Dach erneuert, was normal ist, das verschleißt halt. Seit 12 Jahren im Besitz der Fahrerin. Der erste Motor läuft immer noch einwandfrei, 105.000, toll. Gut gemacht, sehr schön. Nie getreten, nie Hitzeprobleme, aber der 1303 war eigentlich schon sehr zuverlässig. Die Fahrerin gewann 2014 mit ihrer Tochter den Preis fürs beste Damenteam. Jetzt hat sie Alfred Herzog zu Hause gelassen, hat wieder mal eine Dame mitgenommen, weil sie wieder mal das Damenteam wollen. Die Frau kenne ich. Habe ich doch eben im Büro gesehen, die Beifahrerin. Ich habe schon gemerkt, alles klar. Ja, vielen Dank fürs Kommen. War schon schön, so ein Auto, ne? So ein 13.3 Cabrio. Zu den Italiener. Ich weiß, die gehören zusammen. Habe ich mir fast schon gedacht. Es nimmt er dem anderen Kollegen erstmal die Schau hier. Es wäre schön, wenn er so... Fahr doch mal einen Meter vor da hinten, bitte. So, wer ist denn 67? Der links. Alfa Romeo 90. Was immer das heißt, es heißt Baujahr 84, es heißt 2,5 Liter, es heißt 156 PS. Frank Behrensen mit Sarah Kuhl. Ich lese jetzt mal vor, der Alfa Romeo 90 ist eine Viertürige-Limousine, die Alfa Romeo von 84 bis 87 hergestellt hat und er hat dann die Alfetta ersetzt. Transaxle-Antrieb, ganz interessant, hat Porsche damals, weiß gar nicht, wer es zuerst hatte, Alfa oder Porsche. Transaxle heißt Motor vorne, Getriebe hinten. Das heißt, das Schaltgestänge geht nach hinten und damit hat man natürlich eine ideale Gewichtsverteilung. Die Karosserie wurde bei Bertone gezeichnet unter Marcello Gandini. Okay, Bertone sagt mir mehr, aber dass sie natürlich Mitarbeiter hatten, ist klar. 56.000 Fahrzeuge ungefähr, etwas mehr, endet in Produktion 87. So, jetzt gucke ich mal, wer der andere, der 68er.
68 ist auch ein Alfa Romeo 90, aber 2 Jahre jünger. Philipp Strothmann, Katrin Maslowski. Der Co-Pilot der letzten beiden hat alles klar. Mir ist alles klar. Ihr habt ein paar Jahre zusammengefahren und hast du gesagt, hör mal, das kann ich auch und das kann ich besser. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Und beide nicht. Und was passiert? Frank, was passiert? Ja, hat er verpasst? Ja, okay. Ja, aber das passiert jetzt einmal, dass du besser bist. Jetzt tut er nächstes Mal, tut er ein bisschen. Also ein ehemaliges Team hat sich 2 gleiche Autos gekauft, dann kann man auch ein bisschen fachsimpeln. Ja, sind schon schicke Autos gewesen, die Alphas, in dieser Form. Schon das Kantendesign, sehr schön. 2,5 Liter, knapp 160 PS, cool. Vielen Dank fürs Kommen. Einigt euch bitte, wer zuerst fährt, nicht, dass wir nochmal Krach haben. Chef fährt, alles gut. Alles gut. Es war einmal ein GT Junior. Er ist umgebaut worden auf ein GT 2000 Bertone. Ich habe versucht, das so ein bisschen nachzuvollziehen, wie ich nicht hinterkomme. Ich glaube, die Schnauze ist ein bisschen anders geworden, der Motor hauptsächlich. Ne? Vermute ich mal. Der Junior war der 1750er und der 1300 war der Junior. Ne? Und dann kam der Bertone 2 Liter. Also dieses Thorsten Kirchheim, Barbara Emmerich. Ein 76er Alfa Romeo 2000 GT Bertone. 130 PS. Ursprünglich war es ein GT 1300 Junior und wurde auf den GT 2000 umgebaut. Der Wagen kommt ursprünglich aus den Niederlanden, wurde nach München verkauft, dann die deutsche Zulassung, den Umbau und die H-Zulassung, dann nach Duisburg. Das Fahrzeug wurde 2015 erworben und seitdem Stück für Stück verschönert. Ja, er sieht toll aus, muss ich sagen, steht gut im Lack, Schnauze ist schön. Ja, super, was soll ich dazu sagen, ist halt Alpha. Die können halt noch Autos zeichnen, das ist nun mal so, das ist... Die Italiener haben das in der Beziehung drauf. Vielen Dank fürs Kommen. Thorsten Kirchheim, Barbara Emmerich. Ich muss ganz schön springen hier. Ich dachte aber, man hätte die Zahlen erfunden und die Reihenfolge, dass man so nacheinander kommt. Aber das muss nicht sein. Peter Gilbach, Jörg Gilbach und... Du. Mercedes-Benz 450 SLC. 224 PS, 4,5 Liter, 74er Baujahr. Ja, diese SL-Baureihe R107 ist halt der Nachfolger von der Pagode, die wir eben gesehen haben. Breitbandscheinwerfer, H4, die großen Rückleuchten, ist eine neue Gestaltungslinie bei Mercedes gewesen und hat eigentlich das ganze 70er-Jahre-Design so ein bisschen beeinflusst. Beim SLC war halt interessant, diese Lamellenfenster hinten. Ich weiß gar nicht, ob der SLC so öfter gebaut wurde als das Cabrio. Ich glaube, das Cabrio war doch die meistverkauftere Version. Ne? Insofern, dies ist auch wieder aus Japan importiert. Siehe da, in Japan gibt es noch schöne Autos, hätte ich nie gedacht. Umgeschweißt und noch mit der ersten Lackierung. Alle Achtung. Sehr schön. Peter Gilbach, Jörg Gilbach, 450 SLC. Danke fürs Kommen. ein BMW 1602, Manfred und Renate Weißer, 1600 Kubik, also 1563 und 85 PS, Baujahr 71. Ja, das 2 im Namen 1602 sollte eigentlich den 1600er als den neuen Zweitürer kennzeichnen. Deswegen hat man die 2 genommen und es wurde dann weiter fortgeführt mit 1802, mit 2002 und sollte den Unterschied zu den viertürigen Limousinen herstellen. Aber im Rahmen der Modellfliege hieß er dann generell 1602. Ja, das ist Erstzulassung. Hier ist ein 71er und ihr nehmt zum 14. Mal an der Stähler ACV-Klassik teil. Alles gut, toll. Super, vielen Dank fürs Kommen. Manfred und Renate Weißer, BMW 1602.